Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 19.01.2022 und wir nähern uns damit weiterhin dem Januarverfall. Und unser DAX hat zum Dienstag mal ordentlich aufs Gas getreten und hier auch richtig schwarze Wolken mal reingedrückt. Das gab auf der Unterseite wirklich Spaß, Spannung und ja, keine Ahnung, Spielspaß, Spannung pur. Der Short Trigger wurde jetzt nach unten bedient. Den hat er ja schon mal angerissen. Hat er damals nicht richtig vollendet bekommen. Da hatten wir auch bei uns im Dienst unsere Elisa schon Short angesetzt. Die hat es uns dann erstmal nochmal rausgetreten gehabt. Das hat er jetzt fertig gemacht. Hat jetzt die Bewegung hier vollendet. Aus dem Hoch um knapp 79 rum. Sich jetzt hier runtergedrückt. Das war ja das, was wir gestern gesagt hatten. Hoch in die 79 bis 16,20. Dann nach unten drehen, rein in die 998 und wenn er unter 98 geht, dass er dann eben auch Platz hat bis in die 87, 47 rein. Das sollte daher jetzt keinen überrascht haben. Die 670 bin ich mir gar nicht sicher, ob wir die hier in der Analyse überhaupt benannt hatten. Es kann auch sein, dass wir die nur im Verteiler drin hatten, aber die 670 ist natürlich auch immer eine wichtige Marke. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir sie hier benannt hatten. Hat aber auf jeden Fall sehr gut reagiert. Das ist eine richtige Marke. Und jetzt haben wir eine interessante Tatsache auf der Ebene hier stehen, über die wir kurz sprechen müssen. Nämlich, dass wir das neue Tief, was ja unter diesem Tief gesetzt wurde, nicht bedient haben. Ne? Also der Markt hat direkt nach oben angezogen, als das Tief gesetzt wird, hier das neue Tief. Sodass wir eigentlich jetzt hier einen impulsiven Anstieg haben und jetzt hier eine Art ABC-Bewegung nach unten. Sieht noch nicht vollständig aus. Sie ist auch von der Strecke her, sie locker noch auch Platz bis in dem Bereich hier. Aber man muss ganz klar sagen, wenn der Mittwoch jetzt hier nicht dran bleibt und sich wieder hochdreht und uns auch eine grüne Tageskerze beispielsweise bringt, ich glaube, dann war das schon das Wochentief, was er jetzt hier am Dienstag gesetzt hat, und dann zieht er sich wieder hoch. Dann macht er am Mittwoch als erstes das Gap hier zu bei 49 und dann steigt er wieder hoch an die 16,20. Geht bestimmt auch sogar gleich dann durch. Also da müsste man ein bisschen vorsichtig sein, weil der Markt in dem Moment, wo er hier losrennt, sich an dem Anstieg orientieren wird. Und dann wird das auch von der Würze her etwa auf das Niveau hinauslaufen. Ne? Also es kann durchaus sein, dass er sich am Mittwoch das einfach durch vorbereitet und dann am Donnerstag einfach eine richtige Übertreibungsbewegung, mit der dann keiner rechnet, mit irgendwelchen Nachrichten im Hintergrund dazu, keine Ahnung, was es sein wird. Ich sag mal jetzt, Corona-Medizin wird freigegeben, keine Ahnung. Ihr kennt das alle noch von dem ersten Tag der Impfstoffkerze, da ging es auch 600 Punkte nach oben, das würde ich jetzt hier nicht erwarten, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Markt einfach dieses alte Bewegungsmuster hier von der ersten Bewegungswelle dann aufgreift, wenn er denn, also am Donnerstag dann, vor dem Verfall nochmal schön richtig durchpanschen, wenn er sich den Mittwoch jetzt hier bullig vorlegt. Mittwoch bullig vorlegen heißt, er muss über die 8,20 drüber, er muss über die 8,40 drüber und dann rein in die 9,40. Und ich sag mal, alles, was über 8,40 ist, ist eigentlich schon bullig zu werten am Mittwoch. Ne? Leicht schwächer darf er starten, dürfte jetzt quasi nochmal so die 7,50, 7,40 dürfte sich zum Start nochmal abholen. Ne? Und dann müsste sich aber nach oben drehen. Und über die 8,40 drüber sehen wir sowas, können da eigentlich schon davon ausgehen, dass er das Gap zumacht und dass er dann Donnerstag halt richtig was rausdrückt, ne? Weil er dann versuchen wird, diese Bewegung einfach nochmal nach oben zu machen. Das macht der Markt einfach so, er orientiert sich immer an einer Aufwärtsbewegung, immer an der vorherigen trendübergreifenden Impulswelle, sagen wir mal, ja, und das ist ganz klar die, so dass man hier dann wirklich aufpassen müsste in dem Moment, wo jetzt hier keine tieferen Tiefs mehr kommen unter dem Dienstag, dass er dann halt wirklich richtig Gewalt nach oben entfalten kann und rausdrückt. Das würde ich aber mir erstmal so auf einen kleinen Zettel an den Bildschirm stellen, so als Erinnerungsvermerk, wenn DAX über 8,40, dann ein bisschen aufpassen, weil insbesondere ich die eigentliche pulsive Bewegung dann am Donnerstag erwarte, gar nicht jetzt am Mittwoch. Ich denke, der Mittwoch wird eher so dieser Entscheidungstag, der das jetzt vorbereitet, oder dann halt hier durchfällt. Weil wenn der unter der 57, 47 jetzt durchfällt zum Mittwoch und tiefer geht, na, ich brauche gar nicht das neue Tief zwingend unter 6,70. Mir würde eigentlich schon reichen, wenn die 57, 47 jetzt nicht halten kann und der da wieder abtaucht, dann würde ich den schon sehen Richtung, was ist das hier, 5,65, 5,50, vielleicht leicht drunter, so in die 5,30 rein. Das wäre dann eigentlich so meine Zielzone dieser Bewegung, die dann einsetzen könnte. Ne? Also von daher lassen wir den Trigger auf jeden Fall so stehen. Können ihn vielleicht hier ein bisschen ranziehen, dass es ein bisschen
plastisch aussieht. Und von daher, das auf der Unterseite definitiv noch offen. Deswegen habe ich auch vor uns gesagt, das Bullische würde ich zurückstellen, bis wir 8,40 überbieten. Aber ich will halt auch wirklich die 57, 47 für den Mittwoch jetzt fallen sehen. Aus der Tatsache heraus, dass wir das neue Tief nicht mehr verkauft haben. Der Markt hat das neue Tief nicht verkauft. Nicht verkauft heißt, er hat hier keinen Stundenschluss drunter gesetzt. Na? Also unter dieses Tief haben wir hier keinen Kerzenkloß drunter gesetzt, sondern das neue Tief wurde genutzt, um Positionen aufzubauen, um Shorts abzubauen und Positionen aufzubauen von den großen Marktteilnehmern, die hier die Kerzen formen. Und deswegen wäre ich da einfach jetzt vorsichtig, wenn der am Mittwoch hier beispielsweise so ein Tief setzt, früh um 7,50, 7,40, dann hochrennt auf die 8,40 und dann würde ich eigentlich schon fast sagen, Siegel drauf, Brief versiegeln, ummachen und weg ab, ganzen Donnerstag nicht öffnen und dann irgendwann am Nachmittag das dann realisieren, öffnen, rausholen, sich drüber freuen. Ja, also Punkt. Eigentlich ziemlich klares Bild vor Augen. Ich hoffe, ich konnte es soweit rüberbringen. Wir sind in der Abwärtsbewegung, noch in der aktiven Abwärtsbewegung, haben wir, wie gesagt, hier eigentlich eine Trendverletzung, könnte man so sagen, also eine Trendfortsetzungsverletzung, dadurch, dass das neue Tief nicht verkauft wurde. Und wenn er jetzt das hochdreht über 8,40, oberhalb 8,40, würde ich ihn eher in den Gap Close reinsehen, Richtung 49 und dann auch drüber. Ja, und dann auch Richtung wieder 16, 20 und mehr. Der geht dann auch oben durch. Der versucht sich dann daran zu orientieren. Aber wie gesagt, das ist eher Donnerstag. Und wenn wir ihn unterhalb von 47 sehen, ne, also wer sich sagt, oh, 47, das ist mir zu knapp, zu eng, unter 700 ist man fast schon auf der sicheren Seite, dann würde ich davon ausgehen, dass er läuft dann nochmal hier rein, die 670, 660. Dort wird er erstmal nochmal reagieren, insbesondere an der 660 wird er bestimmt anspringen, nochmal deutliche zurückzucken. Das kann auch wirklich kräftig werden. Würde sich dann aber hinten raus aus dem Tag dann noch deutlich tiefer in die 5,65, 5,50 und eher sogar 5,30 runtergraben können. Ja. Hab die lila Marke hier noch ein bisschen im Blick. Ich lege einfach mal den Cursor bloß drauf, dass man so ein bisschen die Zielregion, ne, der ein oder andere, der heute die im Update von uns im Verteiler das mitbekommen hat mit 15.400, der sieht jetzt auch, woher die kommt. Na, das wäre dann hier diese alte Trendlinie einfach nochmal von oben, die 15.400, dass ihr es mal gesehen habt. Und ja, aber dafür muss er wirklich dann halt auch Stress aufbringen. Das wird er auch wahrscheinlich nicht zum Mittwoch schaffen, das müsste er dann am Donnerstag machen. Und dafür halt auch, wie gesagt, die 47, 57 rausnehmen. Kommt die unten nicht raus und er drückt sich hier nur nach oben, sehe ich den Mittwoch eher als bullische Vorlage für einen Donnerstag, aus der Tatsache, dass dieses Tief nicht verkauft wurde. So, und bevor ich das jetzt alles zum vierten Mal erzähle, machen wir hier einfach Video zu. Ich habe ein, wie gesagt, klares Bild vor Augen. Hoffe, es ist so auch rübergekommen. Zwei Szenarien, bullisches und bärisches. Eigentlich trennt es sich an der 47. Ja. Und an der 840 kriegt man Bonuspunkte, sag ich mal. Punktgewinn dann für die bullische Seite. Ja. Gut, von daher würde ich jetzt hier zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen am Mittwoch nun und ja, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.